Hallo, das Thema der Woche ist Trans im Sportverein. Ja, Trans in Sportvereinen. Und ja, also ich bin in keinem Sportverein. Ich war in einem, bevor ich mit der Transition halt begonnen habe. Da habe ich Fußball gespielt und also es ist ja so, dass wenn man einen Test nimmt, also eine gegengeschlechtliche Hormontherapie macht, dann ist es in dem Fall von Frau zu Mann ja quasi wie Doping. Also man ist ja so quasi gedopt und kann in diesem Sportverein natürlich als Frau nicht mehr mitmachen. Was man auch in dem Fall, also ich wollte das dann natürlich auch nicht. Und ich denke, das geht den anderen auch so. Ich meine, ich denke, man möchte nicht als Mann in einem Sportverein für Frauen sein. Ja, jetzt ist das ja so, könnte man jetzt denken, dass man dann einfach in einen Verein, also in eine Mannschaft für Männer, eine Männermannschaft wechseln könnte in diesem Fall. Das geht aber nicht so viel. Ich weiß jedenfalls nicht direkt. Ich habe mal gehört, man muss irgendwie 2 Jahre auf Testo sein. Also wenn das jetzt nur so ein Spaßverein ist, denke ich mal, ist das egal. Aber wenn es halt irgendwie wie bei Fußball, wenn man jetzt irgendwie in Liga spielen und sowas, dann nehmen die das schon ein bisschen genauer. Und da ist es nicht erlaubt. Ja, wie gesagt, ich habe mal gehört, nach 2 Jahren dürfte man wieder. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Angeblich nach 2 Jahren gibt es keine körperlichen Vor- oder Nachteile mehr. Das ist auch der Grund, glaube ich, denke ich mal, warum man vorher nicht dann ja, da machen, das weitermachen kann. Ja, sind anderen Sportvereinen war ich noch nicht. Und ich denke, wenn man jetzt die Namensänderung hat, da, und das kein Wettbewerb so gesehen ist, also man nicht bei irgendwelchen Turnieren oder Wettbewerben außer Spaßturnieren oder irgendwas mitmacht, dann gibt das, glaube ich, ja, dann darf man das, denke ich, nicht. Aber ansonsten das wohl auch sonst nicht so wirklich auffallen. Wenn ich jetzt in einen Verein gehe, als Mann, ich habe meine Personenstands- und Namensänderung und ich denke, da würde jetzt keiner nachfragen. Oder so. Ja. Wie das davor ist, ja. Manchmal wollen die halt auch. Ja gut, wenn man auch noch nicht so lange auf Testo ist, dann fällt das ja auch auf. Und wie das dann ist, also ich denke, da wird jetzt, solange das eben kein Verein ist, wo sowas nicht geht, weil man da irgendwelche Wettbewerbe oder so mitmachen muss. Denke, dann ist das kein großes Problem. Den meisten Vereinen. Der Sinn eines Vereins ist ja meistens dieser Wettbewerb. Und das ist halt dieses Ding, dass man halt auf der einen Seite gedopt ist, auf der anderen Seite halt körperlich angeblich nicht mithalten kann, wenn das der Grund ist. Ja, und so
Das ist halt so eine Sache, ich muss aber jetzt auch nicht unbedingt mehr Fußball spielen. Ja, es ist halt auch so, dass ich körperlich bei mir nach Fußball schon meine Probleme habe, weil ich auch relativ klein bin und relativ leicht und taktisch nicht so gut. Und wenn ich taktisch nicht so gut bin und körperlich nicht so viel dagegen zu setzen habe, das sind so zwei Sachen, die kombiniert miteinander nicht unbedingt so optimal sind fürs Fußballspielen. Ja, und von daher, das ist gar nicht so schlimm. Ich habe andere Sachen, anderen Sport, den ich mache und ohne Verein. Und das ist vollkommen in Ordnung für mich. Ja. So. Das war eigentlich dann auch alles, was ich da weiß. So, weil ich würde sagen, dann bis zur nächsten Woche. Ciao.